Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun und heute mal wieder eine schöne Runde mit Arthur und dann schauen wir mal, wo sind wir eigentlich und warum überhaupt. So, wir sind nach wie vor hier in der Gegend. Ja, ich habe hier keinen Bock, den befreie ich erstmal nicht hier. Wir brauchen Panther, Puma, was weiß ich was alles. Da sind wir hier, also zumindest für einen Panther schon, nee, für einen Puma schon ganz richtig. Gucken wir mal hier. Das haben wir schon gefunden. Da oben bei der Dame waren wir schon. Genau, wir haben uns die schöne Knarre geholt bei Watsons Cabin. Hier dürfen wir nicht hin. Und an und für sich müssten wir eine Riesenreise unternehmen. Und hierhin. Das ist so. Und uns mal, ja, wir brauchen einen Panther. Es hilft nichts. Aber wir, tja, haben wir halt nicht. Dann checken wir mal eben. Was brauchen wir sonst noch? Oh, ja gut, Schätze finden kann man immer machen, ne? Ach ja, 2 von 500 Ton. Oh Gott. Und da ist es. Pumas mit Bogen getötet. Ja, das ist so eine Sache, ne? Aber dann sammeln wir hier erstmal Salbei ein. Bringen mal eben. Irgendwas haben wir da ja noch. Auf dem Pferd. Das sieht aus wie ein Bärenfell hier. So, wir haben es verbesserte Pfeile und Kleinwildpfeile. Aber wir haben keine Giftpfeile. Tja. Vielleicht begegnet uns ja hier ein Boomer. Ja, alles nicht immer so einfach hier. Irgendwas erzählt sich Arthur doch hier, oder? Und dann machen wir uns gleich mal auf den Weg zum Lager. Welcome back, Sir. Jetzt gucken wir erstmal, was hatten wir überhaupt hier alles auf dem Pferd. So, verkaufen. All right, let's have a look. Oh, der ist perfekt, den behalten wir. Auch perfekt, behalten wir auch. Mal eine von abgeben hier. Oh, das brauchen wir, glaube ich, am Lager, ne? Davon können wir eh nur 10 mitnehmen. Dann lassen wir mal was hier. Groß, das brauche ich doch auch nicht. Noch mal eins weg, du, ne? Truthahnfeder. Ach komm. Schwarzbärenfell schlecht, kann weg. Wolfsfell perfekt, behalten wir. Puma-Fell perfekt behalten wir auf jeden Fall. Ach komm, die brauchen wir doch auch nicht hier. Been a pleasure doing business with you. Erstmal das Pferdchen füttern hier. Nice job, thanks for your assistance. Yep. Ja, dann machen wir uns mal auf die Socken, oder? Die Waffe ist in gutem Zustand. Mit den Leuten hier legen wir uns nicht an. Den Salbei können wir schon nicht mehr sammeln. Ja, ich hau ja ab. Die sind hier alle ein bisschen unentspannt, ne?
Ist hier nicht noch irgendwas, was wir gebrauchen können? Solange wie wir diese Tasche haben, wo wir nicht alles mitnehmen können, ne? Das nervt ein bisschen, finde ich. So, kann ja auch mal was Gesundes essen hier. Ich da ein Wildschwein? Brauchen wir doch auch noch bestimmt den Perfekt, oder? Und ich hoffe, es ist perfekt geblieben. Super. Ja, dann machen wir heute also so, ne? Entspannte Nummer hier. Sprich, ein bisschen jagen. Okay, Girl. Yep. Und bewegen uns dann mal langsam in Richtung Lager. Also heute möglichst hier ohne Action, ne? Wirklich nur ein bisschen Story spielen. Mal wächst hier nicht auch irgendwie was, was ich gebrauchen kann? Aber da denn noch? Also das ist für mich hier wirklich Entspannung pur, ne? Ja, 3 Sterne. Da sagen wir ja nie nein, ne? Just wait a second, girl. Erstmal das Pferd ranpfeifen. Oh. Das Wedel hier spockt in. Perfekt. Ja, ich weiß, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ne? Ich hätte mir einen Zettel schreiben müssen. Ja gut, das dauert hier halt immer ein bisschen, ne? Und man kann sich ja auch einen Schnellreiseposten quasi kaufen. Das machen wir vielleicht auch mal. Aber ich finde, dann kommt man so immer in die Versuchung. Ja, ich brauche einen perfekten Wapiti-Dingensbummens hier, oder was das ist. Da ist es. Das brauche ich. Beim Trapper auf jeden Fall. Für irgendeine schicke Hose. Das dauert hier ein bisschen, ne? Ist nicht wie in, wie in Online. Da muss er auch schwer ackern hier. Das ist schwer. So.
Und da seht ihr, ne? Hier waren wir schon mal. Da sind jetzt sogar Ratten dran. Die brauche ich aber. Bestimmt. Muss hier andrehen. Na egal. Na komm, nimmst du Uf hier. Also, die geben sich hier mächtig viel Mühe, ne? Ihr seht das. Tiere bleiben hier liegen. Und gammeln dann so langsam vor sich hin. Und wir machen uns auf den Weg. Richtung Lager. Oh, habt ihr das gehört? Oh, 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 oh. Wer ist denn hier wer? Wieso halt er die nicht an? Aber wenn ich jetzt abnippel, ne? Können wir alles nochmal machen. Denn dann sind die Fälle weg. Ach, die wollten den befreien hier. Gesetzeshüter plündern gibt, glaube ich, Ärger, ne? Das machen wir auch nicht. So, wenn ich das richtig verstehe, wollten die hier die Pappnase befreien, ne? Ihn hier. So ein Old Risco lassen wir hier nicht einfach frei laufen, das kann ich mir so sagen. Und deswegen ist so ein Schnellreisedingen in der Story eigentlich überflüssig, denn sonst verpasst man was. So, dann können wir hier bei den Holzfällern noch mal gucken, ob hier alles tutti ist, ne? Seht ihr, ne? Der kleine weiße Punkt. Da fragen wir mal eben, ob hier alles glatt läuft. Oder gar nichts geht hier. You ain't scaring nobody. Back again? Sure. You don't really need to keep checking up on us. I got this whole operation running like clockwork. Mal gucken, ob wir hier alle Pferde kennen. Anscheinend ist das so. Okay, der hat heute keinen Bock auf uns. Boah, jetzt wird es auch noch nass kalt hier, oder? Ja, 9 Grad Regen. Perfekt. Jetzt, wo der Zug da steht, können wir uns mal wagen, ne? Hier hinten über die Brücke zu reiten. Aber Moment mal. Wächst hier nicht Indianertabak? Ah, den habe ich schon abgegrast, glaube ich, ne?
Das Zweitpferd hat keinen Bock. Dieses Pferd will ja auch nicht so zügig drüber. Boah, wenn ich das Wetter hier so sehe, da wird mir wirklich kalt. Dieses Pferd schon wieder füttern und striegeln, und ich kann am Kaffee nippen hier. Der aber auch schon kalt ist. Kennen wir auch schon die Pferderasse, kennen wir auch. Schweinchen. Können wir die untersuchen? Kennen wir. Da hat man hier schneller Leute verärgert, als man gucken kann. Kennen wir auch. Und da hinten kennen wir auch. Jetzt will mein Pferd hier nicht. Das gibt's doch nicht. Wie gesagt, zurück zum Lager und dann reiten wir da unten zu diesem alten Bürgerkriegsschlachtfeld und checken dann mal, ob wir dann, also wir brauchen einen Panther, das hilft nichts. Freuen sich bestimmt, dass wir wieder da sind. Ja, wir können sie ja wenigstens mal grüßen, hier alle. Wir alle die poor. Maybe we can have some fun in the meantime. I disagree. I ain't gonna die poor. I know that. Good luck to you, Missy. Oh, kann ich hier eigentlich schon wieder was mitnehmen? Jawohl. Sonst noch was einsacken. Blindenmunition. Dann gucken wir mal eben ins Kontrollbuch. Ob in der Zwischenzeit mal einer was gemacht hat. Tatsache. Seht ihr das da unten? Charles, Sadie, Tilly. Also Susan. Tja. Also es ist, wenn wir ein bisschen was geben, geben die auch was. Und das machen wir jetzt auch. Beitrag leisten. Und am besten Gegenstand spenden. Taschenuhr kann weg. Kann auch weg. Kann auch weg. Bei diesen Kettchen und Anhängern, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Können wir nämlich irgendwie noch beim Hehler gebrauchen, hier irgendwas zu basteln. So, gibt einen Pluspunkt. Jetzt gibt man noch mal ein bisschen Geld. Wir haben ja genug. Und dann checken wir mal eben hier. Nein. Falschen Knopf. Ach komm.
Wer weiß, wofür es gut ist. So, Kontrollbuch. Also, davon haben wir genug, Munition. Boah, was ist das denn hier? Erhöht die Vorräte Munitionswagens und fügt Brandsätze Hochgeschwindigkeitsrüppel. Okay, komm, das machen wir. Und da ist es. Wenn wir die Unterkunft verbessern, Pferdartikel sowie eine Schnellreisekarte. Ja, sollten wir drüber nachdenken. Oh, hi, Arthur. Hey, can I talk to you a minute? Oh. Not again, Abigail. Da muss man ein bisschen lauschen hier. Not ever. Herr Morgan? Leave me alone, will you? There he is. You're pathetic. You're a pathetic man, John Marston. Don't I know it? Okay. Snap out of it, girl. Kann ich hier nicht mal grüßen? Gut, die ist auch sauer. So. Also, spenden. My table awaits your offerings, Mr. Morgan. All right. Pumafell. Wolfspelz. Very nice. We Wildschwein. Gabelbock. Hirschbock. Und nochmal Wapitifell. Nice. Good job, Mr. Morgan. Und jetzt gucken wir mal, können wir was verbessern. How are you on space in that bag of yours, Mr. Morgan? Just let me know if you need me to make you a new one. Da ist es, Pantherfell. Wir brauchen Pantherfell, es hilft ja nichts. Und ich bin mir sicher, für eine dieser Taschen hier brauchen wir Puma, deswegen verbraten wir den jetzt nicht woanders. Oh, ich habe immer noch keinen Widder. Pumafell. Da braucht man zwei Stück, das ist ja eine Katastrophe. Ja, einen Ochsen könnten wir ja nochmal irgendwo, ne, schnasseln, wie man so schön sagt. Oh, seht ihr das? Johns Unterkunft. Viermal Wildschwein. Lagertische waren fertig. Speisewagen war fertig. Hauptlagerfeuer. Oh, Elchgeweih. Ah, Schlange haben wir noch. Können wir gleich machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier eine perfekte Schlange habe. Da ist sie. Now this I can work with. Ganz genau, da kann er mit arbeiten und das machen wir jetzt auch. If you're struggling for space in your satchel, just bring me the right materials and I'll work something up. Da ist es. I think you're gonna be popular after that. It makes you feel a bit more like home. Komm, den grüßen wir. You're sounding good. So, dann machen wir uns jetzt auf die Socken. Richtung Rhodes. Also am Ende müssen wir, glaube ich, ganz hier unten hin. He's not doing the washing, that's for sure. Now help me to clear out. Always good to see. Okay, hier war gerade die Laune, aber nicht ganz so gut. Wir machen uns schon mal auf die Socken. Wie gesagt, unbedingt Panther. Jetzt kommen wir mit den Taschen nicht weiter. Ja, wisst ihr mal gerne, ne? Ein bisschen querfeldein.
hier eigentlich mittlerweile jemand eingezogen? Immer noch den einen Revolverhelden da erledigt. Hier muss man ein bisschen aufpassen, ne? Wenn man da in der Story was falsch macht, wird ein teurer Spaß, das kann ich mir sagen. Was war denn hier? So, wenigstens da die Federn sammeln hier. Ein bisschen laufen tut die mir auch mal ganz gut, ne? Muss ja auch hier nicht jedes Mal Action sein, ne? Oh, was sitzt denn da alles? Ach so, brauchen wir nicht. So machen. Damit ich die Waffen genauso hab. Im Online-Modus. Gar nicht dran, ne? Aber ich wollte Möwenfedern haben. Passiert auch nichts. Jetzt muss ich die da runterballern. Da wird die doch nicht besser von. Nee, funktioniert auch nicht. Gut, da hätten wir warten müssen, bis sie gestartet ist, ne? Also ich würde mal sagen, wir begeben uns jetzt so in die Richtung. Starten einen Versuch. Und wenn nicht... Oh, jetzt wird ihm warm. Kann ich mich hier... Okay. So. Da helfen wir natürlich. Wir nehmen die neue Knarre. If you wasn't political, you wouldn't be no federal tax collector. We got company. Keep the idiot secure. God damn it. Hope you're saying your prayers. Mister, help me. Hussein? Sag mal. Da haben wir eine gute Tat vollbracht hier, oder? Eingerettet. You have no idea how thankful I am. You ain't home and dry yet. Run along. I know. I think they hid my things in one of those boxes. Sir, they're yours. Well, guess I'm one of the good guys. Ich will ihn doch einfach nur hier plündern. Good luck to you. D
Dann schauen wir noch mal, was wir hier alles noch so finden können, oder? Da ist nichts mehr drin. Ah, die haben wir aber meist hier hinten noch irgendwo. Da ist sie. Ist auch nichts. Tja, da können wir schon nichts mehr von nehmen. Hey there, girl. Wann geht's weiter? Fährt wieder nicht mit. Also wer dies wer online wer online gespielt hat, der kennt sich ja hier ein bisschen aus. Oh Mann, das hat wehgetan. Ein Versuch wegen des Panthers werde ich noch machen. Dann schlagen wir aufs Lager auf. Muss ja auch noch perfekt sein. Ne? Was ist da schon wieder los? Das kann aber auch eine Falle sein, das kann ich aber so sagen, ne? So schnell geht das hier. So, was liegt hier für eine Knarre? Brauchen wir nicht. Weil ich das Pferd erwischt habe. Schön bei der Ehre minus kassiert, ne? So hat er wenigstens ein schickes Hütchen. Aber die Satteltaschen kann man eigentlich durchsuchen. Wenn man passend steht hier. Nochmal. Da ist es. Und wieder Ehre verloren. Ne? Das ist eine Katastrophe hier. Dafür, dass die uns in die Falle gelockt haben. Ne? So viel. Was sagt die Uhr? Ja, ich weiß gar nicht, um wie viel Uhr der Panther da auftaucht. Für Munition drin, Express, das ist in Ordnung. Ja.
So, jetzt wird's nämlich interessant hier. Ich zeige euch mal eben ganz genau, wo wir sind. Hier sind wir und hier irgendwo. Da gibt's den Panther. Ne, das wollte ich nicht. Häufig wird das Pferd dann schon nervös. There we go. Ja. Sieht nicht danach aus, ne? Da ist er. Und der ist nicht perfekt. Ja, das passiert hier häufig, ne? Ich verdeck das mal hier. Nee, doch nicht. So. Er kann perfekt werden, aber ist er nicht. Dann nehmen wir den mit, schlagen jetzt das Lager auf. Und hoffen, dass beim nächsten Mal ein perfekter da ist. So, ja dann, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Das war eine weitere Folge der Story. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.